Handelswoche, erster Handelstag. Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und zum Wochenauftakt sind wir im Bereich der Soft Commodities unterwegs, und zwar genau genommen bei Kaffee. Da werden wir uns gleich eine aktuelle Signalsituation, eine aktuelle Trading-Chance anschauen, aber natürlich wie immer zuvor der Blick auf die rechtlichen Hinweise, die auch heute wieder gelten. Ja, ich handle unter anderem neben anderen Strategien auch einen Breakout- und Trendansatz, der sich Power Breakouts nennt. Da findet ihr auch Informationen bei uns auf der Website auf realmoneytrader.com. Direkt auf der Startseite findet ihr dort auch Artikel dazu. Auf jeden Fall bei diesem Ansatz geht es darum, zu den besten und attraktivsten Zeiten Ausbrüche zu handeln, die starke Trends in der Mehrzahl der Fälle, in ungefähr 65% der Fälle, nach sich ziehen. Und hier gab es jetzt bei Kaffee eine, oder hier gibt es im Moment eine sensible Zeit für Ausbrüche. Und in dieser sensiblen Zeit hat eben der Kaffeepreis einen Ausbruch nach unten vollzogen. Können wir hier sehen. Die Fonds haben begonnen, Positionen abzubauen, waren jetzt zuletzt eher flat unterwegs. Da werden wir jetzt, weil der Ausbruch erst am Freitag erfolgt ist, werden wir jetzt dann sehen, wenn wir diese Aktionen auch jetzt, die diesen Ausbruch nach unten verursacht haben, die werden wir erst im nächsten Report sehen, weil die Reports ja immer dienstags erhoben werden und freitags eröffnet werden, beziehungsweise veröffentlicht werden. Das heißt also, das, was jetzt am Freitag passiert ist, was am Donnerstag und am Mittwoch passiert ist, können wir da noch nicht sehen in diesen Zahlen, die wir jetzt hier sehen. Auf jeden Fall Ausbruch nach unten erfolgt und hier handelt es sich um einen Trade, der ziemlich genau einen Monat Haltedauer hat, bis Ende der ersten Juniwoche. Gehandelt wird ein Kaffee-Short von Vontobel VX7R9V, ist die WKN VX7R9V. Einstieg Market, Stop-Loss 0,5 und der Exit ist zeitbasiert, wie schon gesagt, in der ersten Juniwoche. Das war es für den heutigen Tag. Ich wünsche allen einen interessanten Handelstag, eine spannende Handelswoche und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Macht's gut, ciao.